Ich grüße euch, ihr Lieben, aus dem Wild Spirit Land in Portugal und die Sonne kommt wieder durch, das Wetter wird besser und ich möchte mich zunächst mal ganz herzlich bedanken für so viele Kommentare, die ich bekommen habe, wieder mal zum letzten Video, so viele Tipps auch, als ich hier stecken geblieben bin auf der Zufahrt bzw. auf der Offroad-Straße hier, die zu meinem Grundstück führt. Und das Wort des Jahres 2023, mein Wort des Jahres 2023 ist auf jeden Fall Schneeketten. Definitiv Schneeketten. Schneeketten. Warum man Schneeketten besser auch mit nach Portugal nehmen sollte, das verrate ich euch hier in diesem Video, beziehungsweise das wisst ihr wahrscheinlich selber, weil es gab noch nie so viele Kommentare wie die Schneeketten-Kommentare an meinem letzten Video. Ja, ihr Lieben, was ist noch passiert hier bei mir am Grundstück? Ein paar Kleinigkeiten sind noch vorwärts gegangen, nicht mehr ganz so viel, aber ich war auch noch ein bisschen unterwegs hier in der schönen Gegend. Ich liebe dieses Land. Ich bin auch gerade hier ein bisschen hochgegangen von meinem Grundstück auf dem Berg. Hier ist der höchste Punkt. Die hat mal eine herrliche Aussicht. Ja, und dann werde ich erstmal wieder Richtung Deutschland aufbrechen. Kleine Pause machen im Dezember. Von dem Frühling geht es wieder richtig los. Darum geht es hier im Video. Und jetzt viel Spaß. Ich habe mir 2 Hektar Land in Portugal gekauft und möchte mir gerne eine eigene Homebase hier aufbauen. Es ist reines Naturland, aber ich habe eigenes Wasser durch einen eigenen Brunnen. Den haben wir ja auch schon in Betrieb genommen. Das konntet ihr in den ersten Videos schon sehen. Und ebenso habe ich eine kleine alte Ruine auf diesem Land und diese Ruine möchte ich gerne wieder aufbauen als Tiny House. Und dazu habe ich mir ja auch schon tatkräftige Hilfe geholt und das Projekt hat schon begonnen. Dann kam der große Regen und der hat mich wirklich an meine Grenzen gebracht. Aber inzwischen habe ich die Zeit genutzt, um noch ein bisschen zu reisen hier in der Gegend. Denn natürlich bin ich vor allen Dingen nach Portugal gekommen, weil ich dieses Land so liebe, wegen der vielen tollen Sehenswürdigkeiten und natürlich wegen der faszinierenden Landschaft. Ich grüße euch, ihr Lieben. Herzlich willkommen im Wild Spirit Land. Ja, heute ist mal wirklich ein schöner Tag. Ich glaube, das ist wirklich der schönste Tag seit 5 Wochen. Es hat noch nicht geregnet und die Sonne scheint fast durchgehend. Ja, ihr Lieben, das Wetter, das ist hier das Hauptthema, was mich beschäftigt hat. Und an der Stelle erstmal nochmal vielen lieben Dank für eure ganzen Kommentare, für die ganzen Tipps. Schneeketten, das ist auf jeden Fall das Wort des Jahres bei mir. Schneeketten. Wer hätte das gedacht, dass man in Portugal besser Schneeketten mitnimmt? Und natürlich, es ist total richtig, was ganz, ganz viele Leute mir geschrieben haben. Wenn man sich irgendwie festgefahren hat, kann man mit Schneeketten auch beim Matsch super wieder rauskommen. Ich habe das noch nie ausprobiert, habe das aber schon mal gehört. Und ich habe sogar Schneeketten zu Hause, also in meinem anderen Zuhause, in meinem Basislager in Deutschland, in meiner Scheune. Und ich habe am Ende so viel priorisiert noch, also so ein paar Sachen, weil ich war echt so im Gewicht schon so. Ich habe meinen Wagen wiegen lassen, meinen Kastenwagen, und der war schon so knapp auf 3,5 Tonnen. Ich so mit Wasser und Tank und Anhängerlast. Ich muss ja irgendwie Stützlast berücksichtigen, die hinten auf der Anhängerkuppel hängt. Die muss man noch ins Ladung hinzurechnen. Und da war ich schon echt knapp und da dachte ich mir, ach komm, ich muss ein bisschen priorisieren. Habe so ein paar Sachen dann einfach überlegt, das brauche ich nicht unbedingt in Portugal. Und da habe ich gedacht, Schneeketten, ja, brauchst nicht in Portugal, ne? Wird nicht schneien. Obwohl, auch der Kai hatte mir schon mal geraten, vorher nimm sie mit, wenn du dich mal festfährst. Und da habe ich mir so überlegt, ach komm, das passiert bestimmt nicht, ne? Nach den Erfahrungen, die ich hier hatte bisher. Ich war im Dezember schon mal bei Mike vor 2 Jahren im Winter. War überhaupt nicht vergleichbar. Und letztes Jahr März, April, Mai, ja, gut, da war schon Frühling, ne? Ich war auch früher schon mal in Portugal im Winter. Ja, und ich weiß, dass es hier viel regnen kann, aber dass die Straße sich so krass verändert, dass es schon so früh so viel regnet, das habe ich einfach nicht am Schirm gehabt. Ne? Und deswegen dachte ich auch, ach, Schneeketten, brauchst du nicht in Portugal, schneit's nicht. Ne? Ja, ja, naja, also das wäre natürlich eine gute Lösung und ich werde sie auf jeden Fall ab sofort immer dabei haben. Allerdings, so wie die Sache sich jetzt hier entwickelt hat, ja, klar, das ist eine Notlösung, aber es ist natürlich jetzt nicht sinnvoll irgendwie, dass ich hier alle 3 Tage irgendwie Schneeketten anlegen muss und wieder ablegen muss und so, um hier rauszukommen. Wie das hier weitergeht, wird sich zeigen. Tatsächlich ist die Straße jetzt hoch, ne? Also der Weg von der geteerten Straße oben bis hier hin zu unseren Grundstücken. Die ist echt mittlerweile in so einem miserablen Zustand, dass ich hier schon lange nicht mehr mit meinem Wagen runterkomme. Also runter würde ich wahrscheinlich noch kommen, aber garantiert nicht mehr rauf. Das Thema hatten wir ja im letzten Video. Und seitdem ist es noch schlechter geworden. Das hat allerdings auch noch einen anderen Grund, und zwar, weil da viele LKWs oder ein LKW ein paar Mal rauf und runter gefahren ist. Der hat nämlich Kies geliefert. Ich habe nämlich meine Einfahrt schottern lassen. Das habe ich auf jeden Fall schon mal gemacht. Das ist super wichtig und da habe ich jetzt auch ein bisschen was investiert und es vernünftig machen lassen.
Also das ist insofern noch vorwärts gegangen. Und das ist ja schon mal richtig, richtig gut. You say that I'm a poison, I'm a game. Part is pleasure, part is pain. And when we lie down, oh, we stay. Ja, schon wieder die Straße, Straße. Ich zeige in jedem Video, zeige ich nur die Straße und erzähle nur, wie schlimm die Straße ist und dass ich nicht mehr langfahren kann. Und es ist so schlimm. Aber es stimmt, es ist echt schlimm. Es wird überhaupt nichts besser. So, ja, ich bin heute mal wieder auf meinem Grundstück, nachdem es wieder mehrere Tage unfassbar geschüttet und gestürmt hat. Ey, es war wirklich krass. Es gibt nur ganz wenig Ausnahmen, wo es mal kurz ein bisschen aufklärt oder auch mal einen Tag nicht regnet. Einen Tag hat es mal nicht geregnet letzte Woche. Ja, aber ich will nicht schon wieder das ganze Video nur darüber berichten. Wir schauen jetzt mal auf meinem Grundstück, wie es da so aussieht. Ich habe nämlich Angst, dass da irgendwie Sachen weggeflogen sind. Heute war ein mega Sturm. Ich war irgendwie eine Viertelstunde weg auf dem Wohnmobilstellplatz 2 Tage. Und es hat echt, es war so ein krasser Sturm. Ich hatte richtig Angst. Und ich habe Sorge, dass irgendwie mein Zelt weggeflogen ist oder so. Ich hoffe nicht. Ja, so sieht es hier aus, nicht? Ja, da haben wir es nochmal, das schöne Chaosbild. Und tada, das Zelt steht noch. Sehr geil, sehr geil. Das Zelt steht noch. Das Zelt ist gut, also stabil ist es auf jeden Fall. Aber es wird trotzdem nicht mehr trocken sein. So, ja, daneben steht Mikes Auto. Der Mike hat hier noch so einen kleinen Four-Wheel-Drive Hyundai, den ich mal hier für lokale Hin- und Herfahrten benutzen darf. Zwischen meinem Grundstück und Mikes Grundstück. Das ist eine gute Hilfe. Mit dem kann ich nämlich auch noch die Straße rauf und runter fahren, natürlich. Danke, Mike, mein Soul Brother. Und das Zelt ist noch da. Das ist gut. Jetzt schauen wir mal, wie es hier drin aussieht. Oh, es geht ja eigentlich. Ja, beim letzten Mal habe ich es mal richtig gut getrocknet. Irgendwann war ja einen Tag weniger Regen. Es ist trotzdem nass hier drin, aber das. Ja, ist aber. Ja, hier ist schon nass, aber. Es tropft nicht wirklich, ne? Also hier die Plane ist trocken, da hinten ist ein bisschen Wasser. Naja, das Zelt ist auf jeden Fall gut. Bei den Bedingungen hier, das ist echt der Hardcore-Test. Ja, dafür hat es hier aber ein paar Sachen umgehauen. Die Matte ist irgendwie sogar weggeklappt und mein schöner Feigenbaum, oh, der hat der Gärtner ja geschenkt, der ist leider umgekippt. Den muss ich, glaube ich, nochmal irgendwie einpflanzen. Jetzt wird er eh genug Wasser kriegen, wie es hier aktuell ist. Ja, der muss natürlich irgendwie mal, das muss auch schon stabilisiert werden hier. Ja, den pflanze ich, glaube ich, mal ein. Jetzt die Tage. Krass, ne? Was sagst du dazu, hä? Daisy, ja, verrückt, ne? Ja, Mann. Hm, Süßchen? Hm, du Süße? Ja, ist ein verrückter Herbst, ne? Was für ein Wasser hier überall ist. Wasser, Wasser, Wasser. Das ist ja Wahnsinn, wa? So ein Wasser hier. So ein Wasser. Und du bist wieder ganz verschmust, ne? Da freust du dich mal, dass mal hier wieder jemand hinkommt, ne? Ja, Süße. Hm. Du kleine Süße. Hm? Ja, 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 ja. Ja, genau. Within a secret hideaway, come and leave us here to play. No, till it becomes day. Mm-hmm. It's so late, I know, but this feeling, keep it on the floor. Keep it alive. Then we gotta show, gotta give it all that we are.
Ich liebe diesen magischen Ort und das Wild Spirit Land zeigt mir mal wieder, wie wundervoll doch jeder Aspekt der Natur ist, auch der Regen und gerade im Zusammenspiel mit dem Licht. Erst dann entstehen die wahren Wunder. Und es wird weitergebaut. Meine fleißigen Portugiesen sind wieder dran und ich lasse jetzt hier die Einfahrt professionell schottern. Das ist auf jeden Fall wichtig, damit ich hier in Zukunft keine Probleme mehr habe, über diese kleine Einfahrt hier auf mein Grundstück zu kommen. Und ja, auch die Portugiesen haben durchaus ihre Probleme mit den Bodenverhältnissen hier und auch die LKWs bleiben hier stecken. Aber ich glaube, da sind die ganz gut geübt, denn die haben doch einige amüsante Tricks drauf, um mit diesen Umständen hier umzugehen. You say Dann habe ich hier jetzt schon baggern lassen. Die ganze Fläche ist gebaggert worden. Und die Erde haben die dahin geworfen, also dahin wieder gesammelt. Das wollte ich so haben. Dadurch habe ich jetzt hier noch eine quasi viel größere Fläche. Da war vorher nur ein Hang, der ziemlich steil direkt schon runterging. Jetzt habe ich hier eine richtig geile Fläche, wo ich noch irgendwie Bäume pflanzen kann oder irgendwie mal gucken, was da so entsteht. Auf jeden Fall ist das ja hier ein super schöner Platz, weil hier hat man die mega Aussicht. Ja. Und ich gehe mal da unten hin. Ja, das natürlich, das wird auf jeden Fall schön. So, genau, hier ist jetzt noch so ein neues Plateau entstanden dadurch. Und das kann ich dann auch schön beleben. Ja, da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Hier ist auf jeden Fall so ein ganz toller Platz. Hier geht so der Blick ins Tal und die Energie ins Tal runter. Ich habe so die Idee, dass ich hier so einen riesigen Buddha irgendwann mal hinstelle, der dann so ins Tal blickt. Oder da irgendwie auf dem Hang und hier oben noch eine Glocke oder ein Gong. Und da unten, das ist ja der Platz, den ich schon mit Mike freigemacht habe, da kommt ein Meditationsplatz hin. Das ist so meine Idee, die mir so im Moment im Kopf herumschwebt. Ja, und der Platz hier neben meinem Parkplatz, das wird jetzt so ein Schuppen, ne? Kommt mein Schuppen hin. Ich habe mir jetzt halt entschieden, dann so einen kleinen Mini-Schuppen hinbauen zu lassen. Container wegen der Straße draußen und so weiter. Und verschiedene andere Nachteile habe ich mich jetzt gegen entschieden. Und dann ist schon angefangen, haben die Fundament schon mal ausgegraben. Da werde ich mir noch eine Dusche und eine Toilette, also eine Trockentrenntoilette, werde ich mir noch hinten reinbauen. Und dann habe ich das auch schon. Und insofern ist auf jeden Fall der Grundstein gelegt. Es ist ja ganz viel passiert jetzt hier. Es war echt anstrengend für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also einfach, weil ich total überfordert war mit mir selber. Ja, wie es ja immer so ist. Die Dinge an sich so von außen betrachtet sind meistens gar nicht so dramatisch. Aber jeder erlebt das in sich irgendwie verschieden. Und ich bin einfach da, das ist einfach so mein Wesen. Ne? Ich brauche das, um meine Prozesse dann durchzuführen. Und das erinnert mich an ganz viele alte Geschichten, Überforderungen und so. Ich glaube, deswegen mache ich das ja auch alles hier. Und deswegen war es echt anstrengend für mich. Und gleichzeitig will ich ja genau das. Ne? Auch gerade dieses Unvorhersehbare, das habe ich auch immer erzählt schon am Anfang. Ja? Ich will ja einfach ein Abenteuer erleben und gucken, wie es geht. Das muss, also alles, was hier passiert, soll nicht perfekt sein. Es geht nicht darum, dass das total gut gelingen muss, ja, dass das professionell alles hier geplant und gebaut wird oder sowas. Gar nicht. Ja. Ich will es wirklich, wie, als würde ich zum ersten Mal irgendwie was bauen, was ja auch stimmt. Das stimmt, ich habe noch nie sowas gemacht. Und
ich will das aber auch entdecken. Ich will auch scheitern dabei. Ich will auch sehen, wie es nachher irgendwie falsch ist und dann, wie man es wieder verbessern kann und solche Sachen. Ja, also einfach das Leben zu erfahren, das ist wirklich das, was hier in diesem Raum passiert, glaube ich. Ja, das wird mir immer deutlicher. Dafür steht dieses Land, einfach das Leben zu erfahren. Dafür steht dieses Land. Und einfach heißt nicht irgendwie einfach, sondern pur, direkt, ganz nackt sozusagen, ganz intensiv. Ja. Ohne irgendwie total viele Gedanken vorher und total viel Planung. Ja. Ein bisschen natürlich schon, aber die Ideen kommen so mit dem Machen. So kann ich es auch am besten. Ja. Ich kann mir irgendwas auch vieles nicht vorstellen, auch mit diesem Schuppen hier, wo ich jetzt die Fläche gesehen habe, wo die gebaggert haben, dachte ich wieder, ah nee, das ist zu groß, ich mache den lieber einen Meter kleiner in der Länge. Sonst steht er so nah am Hang. Und so kann ich das eigentlich am besten. Ich kann das nicht vorher irgendwie mit dem Kopf alles so ausdenken. Man kann zwar sich so schöne Pläne machen mit 3D-Programmen, was zeichnen und so, das ist auch schon echt hilfreich. Aber ich kann das wirklich erst, wenn ich erst wirklich da drin bin, wenn ich es erlebe, dann kann ich erst wirklich wissen, wie es weitergeht und wie der nächste Schritt ist. Und normalerweise stellt euch mal vor, wir würden in Deutschland so ein Haus bauen, irgendwie sowas. Ach komm, wir machen mal irgendwie ein Fundament oder graben erstmal aus, dann gucken wir mal, oh nee, ist doch zu groß, machen wir es ein bisschen kleiner und dann immer so weiter. Ja, da käme irgendwie wahrscheinlich was sehr Lustiges bei raus. Aber eigentlich ist das Leben ja so. Ja, es wächst immer Schritt für Schritt und der übernächste Schritt ist unbekannt, während ich hier gerade einen Schritt mache. Ja, ein Baum hat keinen Plan, was er dieses Jahr für Äste wachsen lässt. Und Vogel, der hat auch keinen Plan, wo er überall hinfliegen will, diesen Sommer. Ja, das passiert einfach hintereinander. Das ist eine Entwicklung, ein Prozess. Und genau das wird hier gelebt, glaube ich. Jawohl. Und es ist natürlich anstrengend, weil wir nicht so erzogen sind, weil ich ganz viel Ängste dann in mir spüre, wenn ich gerade merke, ich habe gar nichts im Griff und ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ich bin total abhängig von der Natur natürlich, vom Wetter. Ja. Und ich als Stadtmensch, zivilisierter Stadtmensch, traumatisiert und programmiert, um zu funktionieren. Ja, in diesem Grundmuster bewege ich mich hier und genau das ist es, was ich hier dann emotional auch irgendwie bewältigen muss. Ja, und was super geil ist, ich habe jetzt mit den Jungs vereinbart, dass sie hier weitermachen. Die werden hier weiterbauen, die werden meine Ruine weiter aufbauen. Wir haben alles besprochen und die werden hier meine Scheune bauen. Scheune und Werkstatt. Und schicken mir dann immer Fotos. Und ich werde nämlich jetzt erstmal Richtung Deutschland fahren. Und deswegen gibt es jetzt eine Winter- oder sagen wir mal Weihnachtspause. Den Dezember möchte ich in Deutschland verbringen. Ich wollte sowieso im Dezember mal nach Deutschland fliegen. Das war eigentlich mein Plan, um meinen Papa zu besuchen. Jetzt ist allerdings so, dass mein Papa in den letzten Wochen zunehmend gemerkt hat, er will nicht mehr alleine wohnen und der kommt auch nicht so gut klar. Und meine Schwester hat sich sehr lieb um ihn gekümmert. Vielen lieben Dank, Schwesterherz. Wir sind da Gott sei Dank in guten Kontakt und wechseln uns immer ab. Und jetzt im Dezember möchte ich einfach für meinen Papa da sein, weil er ist jetzt in einem Seniorenheim. Er hat da einen schönen Platz bekommen und es gibt da einiges natürlich zu regeln noch. Und ja, wie gesagt, außerdem möchte ich einfach da auch Zeit haben. Wie immer sage ich ja, ich gehe mit dem Leben. Ein bisschen habe ich das schon im Hinterkopf gehabt, dass das passieren kann und dass ich da vielleicht dann doch länger nochmal jetzt über Weihnachten oder im Winter in Deutschland sein möchte. Aber im Grunde passt es ja auch mit dem, was ich jetzt hier erlebt habe. Also ich bin eigentlich auch ganz froh, wenn ich jetzt hier mal eine Pause mache. Im Moment geht es jetzt hier sowieso nicht so rapide weiter und muss ja auch gar nicht. Also der Winter ist eh die Zeit, wo man sich auch mal zur Ruhe setzen kann. Außerdem arbeiten meine Jungs ja hier trotzdem weiter. Die schicken mir dann immer Fotos und ich bin einfach gespannt, auch wenn es hier ein bisschen weitergeht auf meinem Grundstück, während ich dann in Deutschland erstmal eine Pause mache. Das heißt, ich mache mich jetzt die nächsten Tage hier erstmal auf den Rückweg nach Deutschland, schön gemütlich, noch ein bisschen durch Südspanien durch, ein bisschen Sonne noch mitnehmen, auftanken und dann geht's mit frischer Energie im neuen Jahr los. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank für eure ganzen Kommentare nochmal und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Wird natürlich weiter auch Videos geben, vielleicht entdecke ich auch noch die ein oder andere Sehenswürdigkeit oder schöne Nationalparks oder was auch immer auf meinem Rückweg. Es gibt ja noch ein Video aus Fatima, das werde ich euch noch zusammenschneiden. Ich war nämlich auch in Fatima hier in Portugal, die heilige Stadt von Portugal. Sehr, sehr schön, muss man auf jeden Fall gesehen haben. War ich vorher auch noch nicht, hat mich wirklich richtig berührt und begeistert. War auch irgendwie eine Prozession und eine tolle Atmosphäre, als ich da war. Und die ganze Geschichte ist auch total spannend. Das habe ich vorher noch gar nicht so gekannt, diese ganze
dieses Wunder, was da geschehen ist, das war ja noch nicht so lange her, 1917. Und damals gab es schon Zeitungen und Fotografie und so weiter. Daher gibt es auch sehr viel Aufzeichnungen und Augenzeugenberichten. Und ja, also das werde ich euch auf jeden Fall nochmal in dem Video erzählen und zusammenschneiden. Das Sonnenwunder von Fatima und diesen besonderen Ort. Ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Habt eine schöne Zeit, genießt die Ruhezeit, den Rückzug und bis bald. Tschüss.